für das Omelett, 1 Ei, eine Prise Meersalz, eine Prise frisch gemahlener Pfeffer, eine türkische Liga Butter oder Kokosöl, 1 Esslöffel, gehackte Frühlingszwiebeln, 1 Esslöffel, gehackte Kräuter nach Wahl, Klammer auf optional, Klammer zu, 1 Esslöffel geriebene Käse nach Wahl, Klammer auf optional, Klammer zu, für die Füllung. 3 Stangen grüner Spargel, 1 Radieschen, 1 bis 2 Teelöffel Kresse, eine türkische Liga Pesto, für das Omelett mit einer Gabel Ei, Meersalz und Pfeffer in einer Tasse hellgelb verquirlen. Eine kleine Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen und Butter oder Öl darin zerlassen. Die Eimischung hineingießen, durchschwenken, gleichmäßig verteilen, die Frühlingszwiebeln hinzugeben und nach Belieben mit Kräutern und Käse bestreuen. Nach ca. 20 Sekunden den Rand des Omelettes mit einer Gabel rundherum zurückschieben, nach einer Minute mit einem Pfannenwender lösen und das Omelett flach auf einen Teller gleiten lassen. Für die Füllung grünen Spargel mit etwas Wasser in eine Pfanne mit Deckel 3 Minuten dünsten. Radieschen hobeln und mit Spargel und Kresse auf dem fertigen Omelett verteilen. Mit Pesto beträufeln. Anschließend das Omelett mittig zusammenklappen. Für den Boden 30 Gramm, geschrotete Leinsamen 20 Gramm Chiasamen 400 Gramm Blumenkohl, Klammer auf ohne Strunk und Blätter, Klammer zu, eine türkische Liga Weinsteinbackpulver 2 Esslöffel Zitronensaft Salz, Pfeffer 120 g Kichererbsenmehl, geschrotete Leinsamen mit 5 Esslöffel Wasser und Chiasamen mit 4 Esslöffel Wasser verrühren und quellen lassen. Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Blumenkohl waschen und im Mixer schreddern. Blumenkohl mit den gequollenen Lein- und Chiasamen, Backpulver, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Kichererbsenmehl verkneten. Eine Teigkugel formen und diese mit den Händen auf einem Backpapier flach drücken. Eine zweite Lage Backpapier darüber legen und den Teig rund ausrollen. Blumenkohl-Pizzaboden bei 180 Grad Umluft 12 bis 15 Minuten vorbacken. Blumenkohl-Pizzaboden aus dem Ofen holen. Pürierte Tomaten mit Tomatenmark verrühren und den Pizzaboden damit bestreichen. Cashew-Nussmus mit Senf-Hefeflocken und 120 ml Wasser in einem Topf unter Erhitzen cremig rühren, mit Salz würzen und mit Kräutern verfeinern. Cashew-Käse auf die Pizza geben. Tomaten waschen, in Scheiben schneiden und die Pizza damit belegen. Pizza im Ofen bei 180 Grad in 2010 bis 12 Minuten fertig backen und mit frischem Basilikum garnieren. Vegan kochen 11.06.2019 mit Fernsehkoch-Selzer McKenzie YouTube. Zutaten für 4 Portionen 2 rote Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 1 Stück frischer Ingwer, Klammer auf 2 cm, Klammer zu, 1 Aubergine, Klammer auf ca. 200 Gramm, Klammer zu, 1 rote Paprikaschote, 2 türkische Lira Kokosöl, 1 türkische Lira Sambalölek, je 1 türkische Lira Zimtpulver, Kumminpulver, Klammer auf Kreuzkümmel, Klammer zu, rosenscharfes Paprikapulver, gemahlene Kurkuma, Salz und Pfeffer aus der Mühle, 1 Esslöffel Tomatensaft, Tomatenmark, 400 Gramm, gehackte Tomaten, Klammer auf aus der Dose, Klammer zu, 600 ml Gemüsebrühe, 400 Gramm Kichererbsen, Klammer auf aus der Dose, Klammer zu, 200 Gramm Hirse, Topping, Koriandergrün oder Petersilie, 4 Esslöffel Granatapfelkerne, Zwiebeln häuten und in feine Ringe schneiden, Knoblauch häuten, Ingwer schälen und beides sehr fein hacken, Aubergine waschen, in Scheiben schneiden und diese vierteln. Paprika waschen, aufschneiden, Samen entfernen, Paprika klein würfeln, Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer, darin 3 bis 4 Minuten glasig dünsten, Aubergine, Paprika und die Gewürze dazugeben, mit Tomatenmark und 2 Esslöffel Wasser verrühren und weitere 3 Minuten garen, Tomaten hinzufügen und mit 200 ml Gemüsebrühe aufgießen / 20 Minuten köcheln lassen. Kichererbsen in ein Sieb abgießen und dazugeben. Hirse mit der restlichen Gemüsebrühe in einem separaten Topf zum Kochen bringen, dann Hitze reduzieren. Wenn sich Schlote in der Masse bilden, Herd ausschalten. Hirse 10 Minuten ausquellen lassen und mit einer Gabel auflockern. Korianderblätter abzupfen. Zutaten nur 4 Portionen 150 Gramm Buchweizen plus 40 Gramm für Buchweizenmehl,
300 ml hefefreie Gemüsebrühe, 1 kleine Gemüsezwiebel, 100 Gramm Möhren, 100 Gramm Zucchini, Salz und Pfeffer aus der Mühle, 10 türkische Kurus, gemahlene Kurkuma, 2 türkische Lire, rosenscharfes Paprikapulver, Klammer auf je nach gewünschter Schärfe eventuell weniger, Klammer zu, frische Petersilie, Klammer auf oder TK, Klammer zu, 2 Esslöffel natives Olivenöl, extra Hummus zum Servieren, Buchweizentaler mit Hummus Dip, Buchweizen in der Gemüsebrühe zum Kochen bringen und 10 Minuten köcheln lassen, Herd ausschalten und Körner 15 Minuten quellen lassen, bis das Wasser vollständig aufgesogen ist, Zwiebel häuten und klein würfeln, Möhren schälen, Zucchini waschen und beides raspeln, alles mit gekochtem Buchweizen in eine Schüssel geben und mit Salz, Pfeffer, Kurkuma und Paprikapulver würzen. Restlichen Buchweizen zu Mehl mahlen, Klammer auf, zum Beispiel mit einer elektrischen Kaffeemühle, Klammer zu, und die Hälfte zusammen mit der Petersilie unterrühren. Restliches Mehl auf einen flachen Teller geben. Aus der Buchweizenmasse Bratlinge formen und vorsichtig von beiden Seiten im Mehl wälzen. Öl in einer großen Pfanne erhitzen, Bratlinge hineingeben und leicht flach drücken. Von beiden Seiten goldbraun braten. Damit sie nicht zerfallen, vorsichtig mit dem Pfannenwender drehen. Zutaten für 2 Portionen: 250 Gramm Reisnudeln für die Basissoße, 20 Gramm Ingwer, 100 ml Öl, 70 ml Zitronen- oder Limettensaft, 40 ml Tamari- oder Sojasauce für die winterliche Variante, 2 Esslöffel Sesamsamen und einige zum Garnieren, 2 Möhren, 1 Stück Ingwer, Klammer auf 2 bis 3 cm, Klammer zu, 1 kleine Schalotte, 1 Esslöffel weiße Misopaste, 2 Esslöffel Zitronensaft, 60 ml Sonnenblumenöl, Reisnudeln im Kochtopf nach Packungsanleitung garen und anschließend kalt abschrecken. Für die Basissoße Ingwer schälen und fein reiben oder grob raspeln. Zusammen mit Öl, Zitrussaft und Tamari oder Sojasauce vermengen und auf 2 Schalen verteilen. Gegarte Nudeln dazugeben und vermengen. Für die winterliche Miso-Möhre-Sesam-Variante Sesamsamen ohne Fett in eine Pfanne bei mittlerer Temperatur rösten. Möhren schälen, eine davon in dünne Scheiben schneiden und beiseite stellen, die andere grob hacken. Ingwer und Schalotte ebenfalls schälen und grob hacken. Die gehackte Möhre, Ingwer und Schalotte mit weißer Misopaste, Zitronensaft, Sonnenblumenöl, Wasser und gerösteten Gemüseküchlein mit Remoulade, Möhren und Petersilienwurzeln schälen, waschen und in gut 2 cm große Stücke schneiden. In 1/2 Esslöffel Öl 2 Minuten unterrühren, andünsten. Gefrorenes Suppengrün dazugeben, unterrühren und Brühe angießen. Aufkochen lassen und Gemüse zugedeckt bei mittlerer Hitze in 25 Minuten weich kochen. Für die Remoulade das Ei in 8 bis 10 Minuten hart kochen. Schnittlauch in feine Röhrchen schneiden, glatte Petersilie fein hacken. Cornichons trocken tupfen und sehr fein hacken, die Salzkapern ebenfalls fein hacken. Mayonnaise mit Joghurt verrühren. Kräuter, Cornichons, Kapern und Zitronenschale untermischen mit Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer und 1 Spritzer Zitronensaft, würzen, hart gekochtes Ei kalt abschrecken, pellen, klein hacken und untermischen, Remoulade bis zur Verwendung kalt stellen, Gemüse abgießen und etwas ausdampfen lassen, mit dem Kartoffelstampfer zu einem noch stückigen Brei verarbeiten, Leinsamen im Blitzhacker fein mahlen und untermischen. Masse mit Salz, Pfeffer, Muskat und Chiliflocken würzen. Das Gurkernmehl darüber sieben und sofort gründlich untermischen. Etwas stehen lassen, damit die Masse bindet. Masse in 12 Portionen teilen, diese zu Kugeln formen und in den gemahlenen Mandeln wälzen. Übriges Öl in der Pfanne erhitzen, die Kugeln hineinsetzen und mit dem Pfannenwender etwas flach drücken. Bei mittlerer Hitze in ca. 6 Minuten goldbraun und knusprig braten, dabei ab und zu wenden. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Noch heiß mit der Remoulade und nach Belieben mit ein paar essbaren Blüten servieren. Pro Portion 695 Kilokalorien durch 2920 Kilojoule, 20 Gramm Kohlenhydrate, 18 Gramm Eiweiß, 58 Gramm Fett. Zubereitungszeit 55 Minuten, Garzeit 25 Minuten. Rucola-Aufstrich mit Hanfsamen und Kürbiskernen.
Zutaten für 10 Portionen: 30 Gramm Rucola, 30 Gramm Kürbiskerne, 30 Gramm geschälte Hanfsamen, 70 Gramm Doppelrahm Frischkäse, 1 Esslöffel Zitronensaft, 1 türkische Lira, fein abgeriebene Zitronenschale, Klammer auf Bio, Klammer zu, 1 Prise Kräutersalz, 1 Prise grüner Pfeffer aus der Mühle, 25 Gramm weiche Butter, Rucola, gründlich waschen, trocken schleudern, grob hacken. Zusammen mit Kürbiskernen und Hanfsamen im Blitzhacker pestoartig zerkleinern. Masse mit Frischkäse verrühren, mit Zitronensaft, Zitronenschale, Salz und Pfeffer abschmecken. Zum Schluss die weiche Butter unterrühren. Pro Portion 615 Kilokalorien durch 2590 Kilojoule 4 Gramm Kohlen. Zutaten für eine Portion: 3 Esslöffel Olivenöl, 1 bis 2 Esslöffel Zitronensaft, 1 Prise Meersalz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer für die Soße, Olivenöl und Zitronensaft in einer Schüssel verrühren, mit Meersalz und Pfeffer würzen. Zucchini putzen, mit einem Spiralschneider oder Julienne-Schneider in Spaghettiform bringen. Wer es roh nicht so gerne mag, kann die Zucchetti im Dampfgarer oder in einer Pfanne mit Deckel in 3 Esslöffel Wasser für 2 Minuten dünsten. Einige Pinienkerne in eine Pfanne ohne Fett rösten. Radieschen waschen und vierteln. Halloumi in dünne Streifen schneiden und in eine Grillpfanne ohne Fett bei hoher Temperatur rösten, bis die typischen Grillstreifen zu sehen sind. Die fertigen Zucchetti, Klammer auf roh oder gegart, Klammer zu, mit der Soße und den gerösteten Pinienkernen vermischen. Anschließend mit Basilikum, Pesto, Radieschen und Halloumi anrichten. Zubereitungszeit 20 Minuten. Chiasamen 50 Gramm Leinsamen, Klammer auf möglichst Goldleinsamen, Klammer zu, 30 Gramm geschälte Hanfsamen, 40 Gramm weißes Low Carb Mandelmehl, 20 Gramm geschälter Sesam, 1,5 Teelöffel Salz. Die Chiasamen mit 200 Milliliter heißem Wasser übergießen und 15 Minuten quellen lassen, dabei öfter umrühren. Inzwischen die Leinsamen im Blitzhacker zu Schrot zerkleinern, mit Hanfsamen, Mandelmehl, Sesam und Salz mischen. Die trockene Mischung mit den gequollenen Chiasamen gründlich vermengen. Den Ofen auf 170 Grad, Klammer auf Umluft, 150 Grad, Klammer zu, vorheizen. Ein Blech mit Backpapier auslegen. Den Teig darauf wiezen, mit Frischhaltefolie abdecken und sehr dünn und so gleichmäßig wie möglich bis an die Kanten des Blechs ausrollen. Frischhaltefolie abziehen. Mit einem Messer den Teig erst achteln, dann jedes Achtel nochmals in 3 Stücke schneiden. Blech in den vorgeheizten Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, schieben, die Ofentür mit Hilfe eines Kochlöffels einen Spalt offen lassen. Teig 30 Minuten backen. Nach der Hälfte der Backzeit das Blech drehen, damit das Knäckebrot gleichmäßig backt. Sind nach 25 bis 30 Minuten einige, Klammer auf dünnere, Klammer zu, Scheiben schon leicht gebräunt und knusprig und andere noch hell und etwas weich, die knusprigen Scheiben herauslösen, den Rest für weitere 3-5 Minuten nachbacken, Scheiben mit dem Backpapier herausnehmen und auf einem Gitter vollständig auskühlen lassen. Die Zutaten für 2 Portionen: 2 Avocados, grobes Meersalz, 4 Eiersalz, Pfeffer aus der Mühle, 2 Scheiben Vollkornbrot, Klammer auf nach Belieben gekauft oder Siertipp, Klammer zu, den Backofen auf 140 Grad Umluft vorheizen. Die Avocados halbieren, entkernen und mit den Schnittflächen nach oben zum besseren Stand in eine Auflaufform mit grobem Salz setzen. Die Eier aufschlagen und auf die Avocados gleiten lassen. Salzen, pfeffern und im Ofen 15 Minuten backen. Heiß servieren und dazu nach Belieben Vollkornbrot reichen. Pro Portion 520 Kilokalorien durch 2190 Kilojoule, 22 Gramm Kohlenhydrate, 21 Gramm Eiweiß, 38 Gramm Fett. Zubereitungszeit 5 Minuten, Garzeit 15 Minuten.